Sparks hat gerade über Funk dieses Telegramm aus New York erhalten. Leg los, Kleiner. Zachary, Freunde bei Sacred Trust informieren mich, Stop. Boeing beauftragt Blake, dich persönlich zu eliminieren, Stop. Dienstagvormittag werden bei Boeing starke Verbände gegen dich aufgestellt, Stop. Jetzt sind wir quitt. Hoffe, es erwischt dich, Stop. Herzlichst loyal Showstopper Crawford. Broadway Bombers Miliz, Stop. Paladin Blake ist selbst an Bord der Promised Land eingetroffen. Dieser leichte Zeppelin der Trägerklasse trägt 3 komplette Jägerschwadronen. 3? Wow! Was hängen wir dann noch hier rum? Nun mal langsam, Tex. Du weißt doch, Flugzeuge sind nur in der Luft gefährlich. Am Boden sind sie nur leicht entflammbar. Ich höre. In der Dämmerung soll die Promised Land vom Boeing Field ablegen. Bis dahin liegt sie dort an der Kette. Dann schlagen wir zu. Aber wie steht's mit der Feuerkraft, Skipper? Sobald die Zigarre in der Luft ist... Ich habe da mit Slippery Sam eine Absprache getroffen. Was? Mit dem zwielichtigen Persönchen? Was kann die denn schon ausrichten? Sabotage, Tex. Sabotage. Slippery Sam wird sich an Bord des Zeppelins schleichen und dafür sorgen, dass die seitlichen Kanonenluken weit offen stehen. Ich denke mal, wenn wir 3 Magazine zerstören, sollte die gesamte Zigarre mitsamt den Jägern drinnen zusammenbrechen. Und das ist nur die Hälfte. Sam wird versehentlich ihre Andockklammer so zuschweißen, dass sie eine Woche brauchen werden, um die Promised Land in die Luft zu bekommen. Manchmal machst du mir echt Angst, Captain. Der Zeppelin, die Flugzeuge und Paladin Blake, alles auf einen Schlag? Nicht ganz. Blake organisiert den Angriff von einem nahegelegenen Flugfeld aus. Mr. Bügelfalten kommt nicht mehr sehr häufig hinter seinem Schreibtisch hervor, aber wenn er hört, dass wir seinen Zeppelin abfackeln, gerät er sicher in Bewegung. Wenn wir das Flugfeld angreifen, werden sie über diesen Funkturm eine Meldung an Blake absetzen. Wenn wir den Turm zerstören, können wir das Eintreffen von Verstärkungskräften etwas verzögern. Das sollte uns einige zusätzliche Minuten verschaffen. Wir machen hier an der Küste Landfall und fliegen dann zum Flugfeld. Je mehr Jäger wir schon auf dem Boden ausschalten, desto besser. Anschließend kümmern wir uns um den Zeppelin. Wenn wir fertig sind, alle Mann zurück zur Bandora. Wir starten in 15 Minuten. Zum Thema Überraschungsangriff. Achtet auf Flakgeschütze. Boeing Field geschützt an Teams an die Waffen. Macht euch bereit, die Angreifer zu zerquetschen. Bringt die Jäger in die Luft. Alarmstart! 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 Boeing Field, hier ist die Promised Land. Wir sind eine riesen Zielscheibe. Schickt eine Crew raus, um die Andockklammer zu lösen. Promised Land, wir arbeiten daran. Aber alle unsere Crews sind festgenagelt. Es wird noch etwas dauern. Versucht sie euch mit euren Geschützen beim Leib zu halten. Sieht so aus, als hätte Slippery Sam ihre Aufgabe erledigt. Die Promised Land kann die Andockklammer nicht lösen und ihre seitlichen Geschützschächte stehen weit offen und lassen sich nicht schließen. Zielt auf die seitlichen Geschütze, Leute! Geschützstände, Zeppelin Promised Land, Feuer eröffnet! Wir verlieren eine Gaszelle, sie haben ein Seitenmagazin getroffen. Lasst die Luken herunter. Warum zum Teufel sind die überhaupt offen? Pandora hier. Unsere Aufklärer haben eine Schwadron Flieger ausgemacht, die sich unserer Position nähern. Boeing Field, hier ist die Promised Land. Wir haben soeben eine weitere Gaszelle verloren. Unsere Seitenluken stehen offen und lassen sich nicht schließen. Wir benötigen sofort Hilfe. Wo bleiben die Bodencrews? Achtung an alle Fortune Hunters. Hier ist die Pandora. Wir werden angegriffen. Ich wiederhole. Schwerer Angriff. Ihr habt ihn gehört, Leute. Wir fliegen zurück und greifen ein. Die reißen uns in Stücke. Er fordert über Funk bei Whitby Island Jäger Unterstützung an. Hier ist Radiostation 1A. Die Piraten.
Gefährdet haben die Kurzwellenantenne zerstört. Wir müssen Whitby Island die das Morsezeichen über Langwelle anpucken, aber das dauert wesentlich länger. Danke für die Hilfe. Das alte Mädchen und ich haben es bitter nötig. Mayday, Mayday, hier ist die Promised Land. Wir stürzen ab. Landefeld sofort räumen. Ich wiederhole, Landefeld räumen. Tada! Seht nur, wie die Zigarre brennt. Gute Arbeit, Jungs. Jetzt aber mit Hochdampf zur Pandora zurück, bevor weitere Jäger kommen und es allzu voll wird auf dieser Party. Feuer erfasst, Boss. Tex fliegt heim. Over. Klare Sache, Chef. Big John, over and out. Hier ist die Pandora. Wir werden immer noch von Banditen angegriffen, Sir. Ihr müsst sie erledigen, bevor ihr sicher andocken könnt. Rechts von dir, Bogie bei 3 Uhr. Was für ein Schuss, Boss! Aufgepasst, Leute! Aus dem Norden nähert sich Verstärkung! Mann, Vorsicht, da kommen sie!
ist die Pandora. Alle Angreifer sind zerstört. Ihr könnt landen, Boss.